damals ohne Verstärkung herkommen dürften. Mann, Jack, das muss aufhören. So sieht's aus im Berufsleben, Maury. Eines Tages kam er nach Hause und war sehr besorgt. Er nahm seine Frau und seine Kinder und wollte sie aus Sicherheitsgründen aufs Land bringen. Doch es war zu spät. Und Jack glaubt, dass er an ihrem Tod schuld ist. Hey, kleiner Bruder. Du hast uns eben ganz schön erschreckt. Millionen Tonnen Eis werden von da oben auf einen Schlag losbrechen. Und es wird das Hotel und den ganzen Berg unter sich begraben. Alles wird regelrecht von der Erdoberfläche verschwinden. Sie lassen sich nicht mit Gästen ein. Tue ich auch nicht. Normalerweise. Komm her! Komm her, du mieses Stück Scheiße! Bist du allein hier, Cracker Jack? Wo sind denn deine Frau und deine Kinder? Es geht mich nichts an, aber vielleicht brauchen Sie jemanden, mit dem Sie drüber reden können. Sie haben recht. Es geht Sie überhaupt nichts an. Lassen Sie Ihre Finger von ihr! Was tust du hier? Da ist so eine kleine Schnucklige, die wollte mich hier oben treffen, aber vielleicht auch nicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Hast du sie gefunden, die Diamanten? Ja! Mein Baby! Wo ist der Mann vom Sicherheitsdienst? Der kann momentan nicht ans Telefon. Der ist tot. Ich habe gehört, dass Sie zum Trinker geworden sind, nachdem Sie Ihre Frau verlassen hat, wenn ich so sagen darf. Also, ich finde, das ist Unsinn. Sie sehen wunderbar aus. Ich fühle mich geschmeichelt. Casey, ich darf Sie nicht entkommen lassen. Sei vorsichtig. Geh jetzt. Sie haben meine Frau umgebracht. Sie haben meine Kinder umgebracht. Sie haben mein Leben zerstört. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe nur Befehle ausgeführt.